Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lazy Beaks. Heute ist der letzte Tag, in dem man dieses T-Shirt gewinnen kann, wenn man eine tägliche Challenge macht. Deswegen spielen wir heute die tägliche Challenge nochmal. Und ich wundere mich, warum ich hier noch nicht diesen komischen Dude hier freigeschalten habe. Weil ich habe Macho eigentlich schon mal besiegt, auch nachdem das Update jetzt gekommen ist. Aber egal, vielleicht zählt das einfach nicht in der Daily Challenge. Das kann natürlich auch sein. Und wir spielen heute wieder den Pinguin, weil das ist mein Lieblingscharakter. Der sieht so witzig aus. Der ist so klein und knuffig. Somehow. Ja, heute ist der letzte Tag, wie gesagt. Also wenn ihr nochmal die Chance haben wollt und Blazing Beaks habt, wieso ist der jetzt verdoppelt, der tut hier? Dann auf jeden Fall mal den Discord-Channel von Blazing Beaks auschecken und da dann euren Daily One, also einen Screenshot davon einchecken. Und dann habt ihr zumindest die einmalige Chance, hier nochmal so ein Blazing Beaks-T-Shirt kostenfrei nach Hause geschickt zu bekommen. Ist das nicht super toll? Und ich habe da einen kleinen Trend losgetreten, weil am Anfang hat in der Blazing Beaks Challenge nie irgendjemand irgendwas geschrieben, immer nur Hashtag BB Contest oder sowas und dann ihren Screenshot dran gehangen und ich war dann einer der ersten, die da zu diesem Hashtag, den man halt da einschicken sollte, damit man überhaupt gewinnen kann, noch eine kleine Geschichte dazu erzählt hat, wie halt der One so war und was ich falsch gemacht habe, bla bla bla, so ein bisschen reflektieren und meine Erfahrungen schildern, wie der One denn so war. Weil das einfach netter ist, finde ich. Und jetzt machen das alle anderen irgendwie auch. Das finde ich sehr witzig. Davor war das halt so kalt und herzlos und alle haben nur geschrieben, ja, Hashtag Baby Contest. Ich will hier gar nicht sein. Ich mache das nur, weil das mir so befohlen worden ist. Und jetzt schreiben wir alle Leute dazu und das finde ich sehr toll. Ich bin der Trendsetter, Leute. Keine Schlüssel mehr, das ist vollkommen in Ordnung. Ich will sowieso keine Schlüssel. Irgendwie, diese Schlüsselräume in diesem Spiel lohnen sich meiner Meinung nach sowieso nie. Wenn es da Items geben würde, dann schon. Dann wären Schlüssel richtig krass. Aber meistens sind da ja nur irgendwelche, keine Ahnung, Schlüssel oder Herzen, die man meistens auch nicht braucht. Oder im schlechtesten Fall einfach nur Geld oder gar nichts, einfach nur ganz viele Gegner. Deswegen, die Schlüsselräume sind jetzt irgendwie nicht so krass. Und dass die Geheimräume nur aufgehen, wenn man getroffen wird, ist irgendwie auch ein bisschen blöd. Weiß ich nicht, also es gibt so ein paar Schwachpunkte bei diesem Spiel. Es macht mir in letzter Zeit aber trotzdem wieder mehr Spaß, sei es jetzt wegen der... gehen wir jetzt schon zum Boss? Nee. Sei es wegen diesem Contest und ich diese Daily Changes gerade für mich entdeckt habe oder weil... keine Ahnung, warum eigentlich? Weiß ich nicht, Leute. Wegen dem neuen Update, wo ich aber noch nicht so viel von gesehen habe irgendwie. Es soll ja zwei neue Gegner geben und ich gucke das ja auch immer beim Jay. So, und beim Jay, der hat sofort einfach einen neuen Gegner gesehen. Und einer dieser neuen Gegner ist nämlich schon in diesem ersten Gebiet drin, tatsächlich. So ein komischer gelber Klumpen, der dann auf ihn zuläuft und töten will und so. Den habe ich noch nie gesehen. Das ist richtig merkwürdig. Ich glaube, mein Spiel ist kaputt. Eine Münze, wenn du Schaden erleidest. Sehr gut. Will ich eine neue Waffe? Vielleicht, aber die kann halt auch mega kacke sein. Der kommt YOLO. Wer dich wagt, der dich gewinnt. Wir versuchen natürlich wieder ein bisschen schneller hier durchzugehen. Sumpf, 1-7, das ist mir noch nie aufgefallen. 1-7? Das heißt, wir sind jetzt im siebten Level vom Sumpf, oder wie? Das ist sehr interessant. Und übrigens, ich habe jetzt endlich herausgefunden, beziehungsweise Jay hat es herausgefunden, mehr oder weniger. Im Laden ist nur ein Waffenplatz verfügbar. Oh mein Gott, wie kann das denn sein? Diese Zahl oben links, dieses mal 1, das ist natürlich ein Multiplikator. Das weiß man ja, für die Punkte. Aber dieser Multiplikator, ich wusste nie, wie man den erhöht. Und anscheinend ist der Multiplikator gekoppelt an die Artefaktzahl, die man ja oben rechts sieht. Also da, wo jetzt die 1 steht und dann 0,8. Und wenn das auf 2 ist, dann ist auch unser Multiplikator auf 2. So habe ich das jetzt verstanden. Minus 1 LP jedes Mal, wenn du deine aktive Fähigkeit aufgeladen wird, es sei denn, du hast nur noch 1 LP. Ich nutze die sowieso nicht, von daher YOLO. Erhöht das Bewegungsvermögen von Gegnern, ist auch okay. Beim Boss glaube ich nicht so tragisch, vor allem weil dieser Gegner halt viel einfacher geworden ist. Der Newt. Ich nenne ihn trotzdem Newt, Leute, weil Kröte klingt doof. Ja, ja, so gehen wir dagegen. Blau, blau, meine Waffe ist relativ stark, aber schießt sehr... Red, sehr... langsam vor sich hin. Ja, und jetzt haben wir halt einen Multiplikator von mal 2 oben links. Schön, oder? So, was da sonst ist. Ich habe gestern Clash gespielt bei League of Legends. Das ist so ein Turniermodus in League of Legends, wo man dann 5 gegen 5, also 5er Premade, spielt. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe da tatsächlich das erste Mal, glaube ich, so richtig mit Abonnenten gespielt und auch mit denen geredet. Also, ja, ich habe da halt ein 5er Premade Team irgendwie auf die Beine gestellt, habe einfach ein paar Abonnenten gefragt, von denen ich weiß, dass sie auch LOL spielen, ob sie eventuell in mein Team kommen möchten, auch nicht drauf geachtet, ob die jetzt gut sind oder nicht. Ich wollte das einfach nur mal ausprobieren und Spaß steht in dem Vordergrund. Und das lief tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, sowohl
vom Reden, das war jetzt nicht irgendwie cringy, fand ich. Also ich fand, wir haben uns eigentlich recht schnell alle so verstanden. Wir haben zwar jetzt nicht so private Dinge vielleicht erzählt, sondern eher uns aufs Spiel konzentriert. Aber es war trotzdem recht angenehm. Und wir haben tatsächlich dieses Turnier, dieses Mini-Turnier jetzt am Samstag, sogar als erstes Team bravourös gemeistert. Also 8 Teams sind angetreten und wir haben alle 3 Spiele gewonnen in diesem Turnier und sind damit allererster in diesem Bracket geworden. Ist das nicht super geil? Ich glaube, habe ich jetzt ein Leben verloren? Müsste ich nicht ein Leben verlieren, weil ich habe gerade meine Fähigkeit eingesetzt? Sollte man nicht immer ein Leben verlieren, wenn das in... Warte, jetzt bin ich gerade verwirrt. Moment, wir haben doch hier ein Artefakt, das macht... minus 1 LP jedes Mal, wenn deine aktive Fähigkeit aufgeladen wird. Hat er irgendwie nicht gemacht, oder? Ich habe doch gerade meine aktive Fähigkeit eingesetzt. Oder wenn das jetzt auf 0... Au, jetzt habe ich mein Leben verloren. Aber irgendwie auch nicht. Hä, ich verstehe das nicht. Ich habe immer noch 4 von 4 Leben. Okay, gar keine Ahnung, was hier passiert, Leute. Aber ist auch eigentlich egal. Dieses Artefakt funktioniert nicht. Mein Controller hat vibriert und hat auch so gesagt, als wenn ich einen Schaden bekommen hätte. Aber ich habe ja gar keinen Schaden bekommen. Chance, dass du für einen Waffenkauf im Laden nichts bezahlen musst. Sehr gut. Wenn du Münzen zurücklässt, verlierst du alle angesammelten Münzen. Nee, danke. Und du erleidest einen Schaden, wenn du Münzen berührst. Auch scheiße. Na komm, nehmen wir das Seil mit. Du erleidest einen Schaden, wenn du Münzen berührst. Ich glaube, bald kommt der Shop, deswegen machen wir das mal. Dann haben wir jetzt so einen richtig geilen Vierer Multiplikator. Das ist ganz geil. Ja, und ja, aber gleich geht das einfach darum, man stellt ein Fünfer-Team zusammen und muss dann gegen andere Fünfer-Teams, die sich halt dann auch anscheinend alle kennen, gegeneinander spielen. Und je nachdem, wie man in der Solo-Queue, also in Ranked Solo-Queue bei LoL eingestuft ist, wird dann auch das Team allgemein eingestuft. Und dann, aua, spielt man halt gegen Leute, die ungefähr genauso gut sind wie einer. Du kannst keine Fähigkeiten aufsammeln. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das war, glaube ich, was richtig schlecht. Oh, ich habe Angst vor diesem goldenen Ding da. Gegner verursachen doppelten Schaden. Nee. Das hat meine letzte Daily Challenge schon voll kaputt gemacht. Erhöht das Bewegungstempo von Gegnern noch einmal. Ist in Ordnung. Ach ja, Blazing Beakster. Ja, lief ganz gut. Und erst haben wir halt über Discord geredet. Aber da ist dann irgendwann Discord leider ausgefallen. Weil das gestern irgendwie Probleme hatte und dann... wollten wir erst über TS reden, aber einer hatte TS nicht und dann mussten wir irgendwie so eine Zwischenlösung finden, dass wir sowohl im TS reden, als auch über den LOL Voice-Chatter, der aber richtig behindert klingt, weil einfach alle richtig abgebrochen klingen. Keine Ahnung, das war sehr komisch, aber haben wir trotzdem irgendwie geschafft, obwohl das letzte Match richtig komisch spannend auch noch wurde. Das ging auch einfach 46 Minuten oder sowas und ein normales LOL-Match... Ach, ich darf keine Münzen einsammeln. Jetzt verstehe ich es, Leute. So ein normales LOL-Match geht so 25 Minuten momentan. Knut alle aktiven Gegner, wenn du Schaden da leist. Ist auch in Ordnung. Ich nehme hier alles mit, Leute. Verringert Nachladegeschwindigkeit. Auch in Ordnung. Alles mitnehmen. Oh Gott. Wir haben einen 9er Artefakten-Bonus. Jetzt muss langsam aber mal... Da ist endlich der Shop. Den müssen wir auf jeden Fall bekommen. Oh Gott. Wenn wir jetzt hier natürlich von einem Gegner getroffen werden, dann bin ich instant tot. Okay, einfach von nichts getroffen werden und dann kriege ich richtig viele Items. Ich glaube, nach diesem Raum hier, wenn ich den denn überlebe, bin ich richtig stark. Aber ich überlebe ihn natürlich nicht. Nein. Das wäre so geil gewesen. Mann, so viele Artefakte zum Abgeben und dann trifft mich so ein Vollidiot, weil ich einfach gar keinen Schaden hatte und ich richtig langsam nachgeladen habe. 70% weniger Nachladegeschwindigkeit oder so war das, ne? Okay. Das ist jetzt eine sehr, sehr kurze Folge, aber ich wollte nur die Daily Challenge machen. Wenn ich jetzt einen normalen Run anfange, Leute, das wird nichts. Dann dauert diese Folge wieder viel zu lang. Guck mal, hier gibt es auch ein Turnier. Gut, dann war das jetzt eine sehr kurze Folge. Vielleicht nehme ich noch was anderes auf, dann habt ihr heute 2 Videos. Das wäre auch ganz toll, oder? Auf jeden Fall trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ich habe keinen Screenshot gemacht. Fuck my life. Und tschüss.